Leonardo da Vinci von Dmitri Sergejewitsch Mereškowski Übersetzung Karl von Gütschow Gelesen von Annette Stall Musik und Produktion Tono Audio Verlag Erstes Kapitel Die weiße Teufelin 1494 In unmittelbarer Nähe der Kirche Or San Michele befanden sich in Florenz die Niederlagen der Färberinnung plumpe Vorbauten Vorratskammern windschiefe Erker die durch schräge hölzerne Balken gestützt wurden schienen den Häusern angeklebt zu sein Ihre Ziegeldächer näherten sich einander oben derart, dass sie dem Himmel nur einen schmalen Spalt freigaben. Auf den Straßen war es selbst am Tage dunkel, an den Ladentüren hingen auf Querhölzern die Muster ausländischer Wolle, die hier in Florenz mit Lackmuskraut lila, mit koschenille rot oder mit Blauholz und etwas toskanischem Alaun blau gefärbt worden waren. Der Graben, welcher die mit Steinen gepflasterte Straße in zwei Teile zerschnitt und die aus den Färberbottichen strömenden Flüssigkeiten aufnahm, schillerte in den verschiedensten Farben. Über den Türen der Hauptniederlagen von Daci prangte das Wappen Kalimalas, des Schutzherrn der Färberinnung, ein goldener Adler im roten Felde auf einem Ballen weißer Wolle. In einem dieser von Daci arbeitete der alte reiche Florentiner Kaufmann, der Konsul der wohledlen Kunst Kalimalas, Messer Cipriano Buonacorsi, umgeben von einem Wust Handelspapieren und dicken Geschäftsbüchern. Es war ein kalter Märztag, den mit Waren vollgestopften Gewölben entströmte ein feiner Dunst, der den alten Frieren machte. Er hüllte sich daher in seinen verschossenen Grauwerkpelz, dessen Ärmel an den Ellenbogen die Spuren langen Gebrauchs aufwiesen. Die Gänsefeder stark hinter dem Ohre, seine schwachen, kurzsichtigen und doch alles sehenden Augen ruhten scheinbar nachlässig, in der Tat aber höchst aufmerksam, auf den Pergamentblättern eines gewaltigen Kontobuches, dessen Seiten durch Längs- und Querlinien in Rubriken geteilt waren: links soll, rechts haben. Die Wareneinträge wiesen eine gleichmäßige runde Schrift auf, ohne große Anfangsbuchstaben, ohne Punkte und Kommas. Die Ziffern waren römisch, da die arabischen als eine leichtsinnige Neuerung angesehen wurden, die sich für Geschäftsbücher nicht eignete. Auf der ersten Seite stand mit großen Buchstaben: Im Namen unseres Herrn Jesu Christi und der heiligen Jungfrau Maria. Ist dieses Kontobuch im Jahre 1494 nach Christi Geburt begonnen worden? Nachdem Messer Cipriano die Durchsicht der letzten Eintragungen beendigt und sorgfältig einen Fehler in dem Verzeichnis der zum Pfand angenommenen Wollwaren, Pfefferschotenballen, Ingwer und Zimtbündel berichtigt hatte, lehnte er sich ermüdet in seinen Sessel und überlegte einen Geschäftsbrief, den er seinem Bevollmächtigten nach der Tuchmesse in Montpellier in Frankreich zu schreiben hatte. Da trat jemand ein. Der Alte schlug die Augen auf und sah seinen Pächter vor sich, den Landwirt Grillo, der von ihm das Ackerland und die Weinberge gepachtet hatte, die zu seiner vorstädtischen Villa in San Gervaso im Tale des Munione gehörten. Grillo verneigte sich. In den Händen hielt er einen Korb mit dunkelgelben Hühnereiern, die vorsichtig in Häcksel gepackt waren. An seinem Gürtel zappelten zwei an den Beinen zusammengebundene junge Hähnchen, die mit den Köpfen nach unten hingen. »Ah, Grillo, du bist es«, sagte Buonacorsi mit der ihm eigenen Herzlichkeit, die sich im Umgange mit Geringen wie mit Vornehmen stets gleich blieb. »Wie geht es dir? Das Frühjahr scheint günstig zu sein.« uns Alten, Messer Cipriano, bringt selbst das Frühjahr nichts Erfreuliches. Die Knochen schmerzen immer mehr, sie verlangen nach dem Grabe. Hier habe ich Euer Gnaden zum Osterfeste Eier und Hähnchen mitgebracht. Mit schlauer Liebenswürdigkeit kniff Grillo die grünlichen Augen zusammen. Die von der Sonne gebräunten kleinen Runzeln, wie sie Leuten, die an Sonne und Wind gewöhnt sind, eigen sind, traten dabei noch deutlicher hervor. Buonacorsi bedankte sich für die Gabe und fing an, über Geschäftliches zu reden. Nun, wie weit sind die Arbeiten auf dem Landgute? Werden wir bis zum Feste fertig werden? Grillo seufzte und wurde nachdenklich, wobei er sich auf seinen Stock stützte. Alles ist bereit, auch Arbeiter sind genug da. Nur eins möchte ich euch vorschlagen, Herr. Wäre es nicht besser, das Werk noch zu verschieben? Du selbst, Alter, sagtest ja neulich, dass wir nicht zögern sollten, da uns leicht jemand zuvorkommen könnte. Das ist ganz richtig. Dennoch bleibt es schrecklich. Es ist eine Sünde. Es sind jetzt geweihte Fastentage. Unsere Sache ist aber keine gute. Nun, die Sünde nehme ich auf mich. Fürchte dich nicht. Ich verrate dich nicht. Werden wir aber wirklich etwas finden? weshalb sollten wir nichts finden? Alle Anzeichen sind für das Gelingen. Unsere Väter und Großväter kannten den Hügel hinter der Mühle am nassen Loche. Bei Nacht flattern selbst Irrlichter über San Giovanni. Überhaupt haben wir eine Menge solcher Sachen im Lande. Man erzählt sich doch, dass noch kürzlich beim Bau eines Brunnens in einem Weinberge bei Marignole ein ganzer Teufel aus dem Lehm herausgegraben worden sei. Was du sagst, was für ein Teufel? Ein Kupferner mit Hörnern, rauen, ziegenartigen Beinen und Hufen. Er hatte ein komisches Gesicht, als ob er lachte, tanzte auf einem Bein und schnippte mit den Fingern dabei. Vom Alter war er ganz grünfleckig geworden. Was hat man denn mit ihm gemacht? Eine Glocke für die Kapelle des Erzengels Michael haben sie daraus gegossen. Messer Cipriano fuhr zornig auf. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, Grillo? Ihr wart ja in Geschäften nach Siena gereist. Du hättest doch schreiben können. Ich hätte jemanden geschickt, ich, ich wäre selbst gekommen, ich hätte kein Geld gescheut, um ihnen zehn Glocken gießen zu lassen. Welche Toren! Eine Glocke aus einem tanzenden Faun, vielleicht ein Werk des griechischen Bildhauers Skopas! Ja, in der Tat, sie waren Toren. Zürnet aber nicht nur, Messer Cipriano. Sie sind schon gestraft genug, seit der Zeit, da sie die neue Glocke aufgehängt haben. Seit zwei Jahren frisst der Wurm in ihren Gärten Äpfel und Kirschen. Auch die Oliven sind missraten. Die Glocke klingt auch nicht gut. Wieso? Wie soll ich euch das erklären? Die Glocke hat keinen richtigen Ton. Sie erfreut das Christenherz nicht. Ein Gesumme ohne Sinn und Verstand. Es kann ja auch gar nicht anders sein, denn was für eine Glocke soll aus einem Teufel entstehen? Ehrwürdiger Gnaden mögen nicht zürnen, aber der Geistliche hat am Ende recht. Aus allen diesen unreinen Dingen, die sie ausgraben, kann nichts Gutes entstehen. Man muss diese Sache mit Vorsicht und auch mit Umsicht betreiben. Man muss sich mit dem Kreuz und dem Gebete rüsten, denn der Teufel ist mächtig und schlau. Der Hundesohn schlüpft in ein Ohr hinein und aus dem anderen wieder heraus. So hat uns beispielsweise der Teufel mit jener marmornen Hand, die Zacheo im vorigen Jahre am Mühlenhügel ausgegraben hat, hereingelegt. Sie hat uns Unglück gebracht. Gott bewahre uns, auch nur daran zu denken, ist schrecklich. Erzähle, Grillo, wie kamst du zu der Hand?